Hi, hier ist deine PTA in Love Week am 8. Mai und das sind einige der Themen. PTA sind kein billiger Ersatz, Schwangerschaften unter oralen Retinoiden und keine halben Urlaubstage nehmen? Spätestens nach Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach sollen Leitapotheken künftig die Versorgung sichern. Und zwar unter der Leitung von PTA. Doch PTA sind kein billiger Ersatz, stellt der Bundesverband PTA klar und fordert neben einer Gehaltsanpassung ein Gespräch mit dem Minister. Orale Retinoide sind in der Schwangerschaft kontraindiziert, ebenso für Frauen im gebärfähigen Alter, es sei denn, es werden alle Bedingungen des Schwangerschaftsverhütungsprogrammes eingehalten. Doch Studien zeigen, dass Frauen unter einer Therapie häufig trotzdem schwanger werden. Der Diphtherie-Tetanus-Pertussis-Impfstoff Infanrix ist voraussichtlich bis September nicht lieferbar. Die Ständige Impfkommission empfiehlt für die Grundimmunisierung nicht auf das Ende des Lieferengpasses zu warten, sondern auf einen pentavalenten oder hexavalenten Impfstoff auszuweichen. Bei vielen Apothekenangestellten läuft bereits der Countdown, um die letzten freien Tage für dieses Jahr zu verplanen. Dabei gilt, Urlaub stundenweise zu nehmen, ist tabu, denn dies stellt keine Erholung dar. Das gilt auch für halbe freie Tage. Wie immer gibt es Ausnahmen. Die Verwechslung verschiedener Medikamente kann gefährlich werden. In einem aktuellen Fall bekam ein Patient versehentlich ein Arzneimittel mit dem Wirkstoff Lomustin statt Cefaclor verordnet. Mehr dazu erfährst du auf ptainlove.de. Pilzinfektionen mit Candida auris sind zwar weiterhin selten, allerdings hat sich ihre Zahl in den letzten Jahren versechsfacht. Eine Infektion mit dem Hefepilz kann für einige PatientInnen lebensgefährlich werden, denn er hat bereits zahlreiche Resistenzen gebildet. Tschüss!